Willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch mal, wie ihr Programme dem Autostart hinzufügen könnt. Bedeutet also, Programm öffnet sich, wenn ihr euch anmeldet oder wenn ein User sich an eurem Rechner anmeldet. Dafür habe ich hier mal einen Hinweis erstellt, der immer geöffnet werden soll, wenn ich mich hier anmelde. Da steht jetzt ein bisschen was drin, da könnte man natürlich auch was Sinnvolleres reinschreiben, zum Beispiel eben WLAN-Passwort, in dem Computerkabinett ist XY und Host ist der und der Name. Machen wir das Ganze mal zu. Ihr drückt einfach mal die Windows-Taste und R und dann gebt ihr hier unten ein Shell:Startup. Dann einmal auf OK drücken, dann öffnet sich der Autostart-Ordner von Windows. Dort einfach das Programm reinziehen. Da reicht auch eine Verknüpfung aus, also wenn ihr da zum Beispiel, was weiß ich, CMD starten wollt, dann natürlich hier eine Verknüpfung zu CMD reinmachen. Ja, das Ganze dann einmal schließen und ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal aus, indem ich mich hier einmal abmelde und mich darauf gleich wieder anmelde. Und wenn ich mich jetzt hier einlogge, dann werden erstmal die ganz normalen Systemdienste gestartet und nach kurzer Zeit wird dann der Autostart-Ordner sozusagen abgearbeitet und dann wird sich eben hier mein Hinweis öffnen. Das ist in meinem Fall jetzt der Fall. Und dann würde hier eben sinnvollerweise irgendwas stehen, was Leute im Computerkabinett brauchen. Alternativ könnte man dann hier natürlich auch ein CMD-Skript ausführen oder so, da sind dann natürlich keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. Wenn es euch was gebracht hat, dann lasst dem Video doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.